Hallo, in diesem Video möchte ich die Nutzung des Superpositionsprinzips oder des Überlagerungsverfahrens zur Netzwerkberechnung am Beispiel einer einfachen Schaltung demonstrieren. Dazu benutze ich das gleiche Schaltbild, die gleiche Schaltung, die ich auch schon im Video zur Zweigstromanalyse, zur Maschenstromanalyse und zur Zweipoltheorie genutzt habe. In dieser Schaltung gibt es drei Widerstände und zwei Spannungsquellen. Die Widerstände sind R1, R2 und R3 und die Spannungsquellen sind UQ1 auf der linken Seite und UQ2 auf der rechten Seite. Und die Widerstände haben die Werte 1 Ohm, 2 Ohm und 3 Ohm und die Quellen haben die Werte 6 Volt auf der linken Seite und 7 Volt auf der rechten Seite. Und das, was jetzt in diesem Beispiel, genau wie in dem Video zur Zweipoltheorie gesucht sein soll, ist die Spannung U1 über diesen Widerstand bzw. der Strom I1, der durch diesen Widerstand hier durchfließt. Und naja, was macht jetzt die Berechnung dieses Netzwerkes eigentlich schwierig? Eigentlich ist das Problem, dass es hier zwei Quellen gibt. Wenn es nur eine Quelle gäbe, könnte man das ja auch recht einfach mit der Strom- und Spannungsteilerregel zum Beispiel rechnen. Und das ist jetzt eigentlich auch im Prinzip die Idee des Superpositionsprinzips, nämlich immer nur eine Quelle einzuschalten, dafür alle anderen Quellen auszuschalten, jeden Einfluss jeder Quelle einzeln zu betrachten und am Ende eben das alles wieder zu überlagern, zu superponieren und alles wieder zusammenzurechnen. Das funktioniert nur, solange in diesem Schaltbild nur lineare Bauelemente vorkommen, aber das ist in diesem Schaltbild hier der Fall. So, also machen wir das mal. Wir betrachten erstmal nur den Einfluss der Quelle UQ1 und denken uns diese Quelle hier drüben weg. Und wenn man sich jetzt diese Quelle wegdenkt, wird aus einer ausgeschalteten Spannungsquelle einfach ein Kurzschluss. Man könnte sich denken, dass wir hier diesen Ring uns wegdenken und das, was dann eben überbleibt, ist so ein Kurzschluss. So, ich male mal dann diese Schaltung hier nochmal neu hin. Also wir haben dann nur die Quelle UQ1 und ich zeichne jetzt die Widerstände mal ein bisschen so hin, dass Strom nur von oben nach unten fließt. Also an der Quelle UQ1 angeschlossen ist der Widerstand R3. Und dann haben wir als nächstes eben eine Parallelschaltung von diesen beiden Widerständen. Wenn hier ein Kurzschluss ist, fällt ja über diesen beiden genau die gleiche Spannung ab. Also haben wir hier den Widerstand R1 und parallel dazu den Widerstand R2. Und dann sieht man, die sind dann aber auch schon wieder unten an der Quelle angeschlossen. Und die Spannung, die wir jetzt suchen, immer noch ist diese Spannung hier U1 bzw. dieser Strom I1. Und diese Schaltung hat jetzt den Vorteil, da ist nur noch eine Quelle drin. Das heißt, die können wir sehr einfach mit Strom- und Spannungsteilerregel ausrechnen, können die Spannung U1, die jetzt aber eben nur von der Quelle UQ1 erzeugt wird, ausrechnen, indem wir sagen, der Teilwiderstand, über dem die abfällt, das ist die Parallelschaltung vom Widerstand R1 und R2. Der Gesamtwiderstand dieser Schaltung ist R3 plus R1 parallel R2 und das Ganze eben multipliziert mit der Gesamtspannung, das ist die Quellspannung UQ1. Und in die Formel kann man jetzt eben die Werte der Widerstände einsetzen, 1 Ohm parallel zu 2 Ohm, geteilt durch 3 Ohm plus 1 Ohm parallel zu 2 Ohm, multipliziert mit der Quellspannung UQ1, das sind 6 Volt. Und das jetzt eben rasch ausrechnen. 1 Ohm parallel zu 2 Ohm, 1 mal 2 durch 1 plus 2 sind 2 Drittel Ohm. Und dann haben wir hier unten eben 2 Drittel, das sind natürlich genauso 2 Drittel plus 3. 3 sind 9 Drittel, 9 Drittel und 2 Drittel sind 11 Drittel Ohm. Das fasse ich gleich mal zusammen, multipliziert mit den 6 Volt. Und dann sieht man, hier kürzen sich an der Stelle die Drittel raus. Und 2 mal 6 sind 12 Elftel Volt. Das ist die Spannung, die
gespeist von dieser Quelle als Teilspannung an diesem Widerstand hier rauskommt. Und genau auf die gleiche Art und Weise könnte man jetzt mal noch den Strom ausrechnen, den Strom I1, der von der Quelle UQ1 erzeugt wird. Dazu bräuchten wir erstmal den Strom hier oben, sozusagen diesen Gesamtstrom in der Schaltung, der ergibt sich aus UQ1 geteilt durch den Gesamtwiderstand, den haben wir hier praktisch mal hingeschrieben, R3 plus R1 parallel R2. Und dann brauchen wir noch eine Stromteilerregel, um von diesem Gesamtstrom auf den Teilstrom hier unten zu kommen. Und dazu nehmen wir den Widerstand im anderen Zweig geteilt durch den Gesamtwiderstand dieses Maschenumlaufes. Der Widerstand im anderen Zweig ist R2 geteilt durch R1 plus R2. Und jetzt kann man hier die ganzen Zahlenwerte einsetzen. UQ1 sind 6 Volt, der Gesamtwiderstand, das hatten wir hier unten schon mal ausgerechnet, sind 11 Drittel Ohm. Und dieser Spannungsteile an der Stelle R2 sind 2 Ohm und das hier unten sind 3 Ohm, da lasse ich gleich mal die Ohm weg. Das sind, ist ein Stromteilerfaktor von 2 Drittel, auch hier kann man wieder die 3 gegen die 3 kürzen, 2 mal 6 sind 12, auch da kommen 12 Elftel Ampere raus. Und dass jetzt an der Stelle hier der gleiche Zahlenwert steht, ist natürlich auch relativ verständlich, weil dieser Widerstand hier oben, das sind ja 1 Ohm, dann sollte das entsprechende Verhältnis zwischen Strom und Spannung an der Stelle rauskommen. Okay, das war jetzt der Einfluss von dieser Quelle UQ1. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Schalten nur diese Quelle an, denken uns dafür diese Quelle hier weg. Dann wird aus dieser Quelle entsprechend auch ein Kurzschluss. Und das schreibe ich jetzt nochmal hin. Wir betrachten jetzt nur den Einfluss von UQ2 und ich zeichne diese Schaltung zur Sicherheit auch nochmal hin. Also wir haben jetzt eben nur die Quelle UQ2. Können sehen, dann ist an der Quelle direkt angeschlossen der Widerstand R2. Und nach dem Widerstand R2 spaltet sich das auf oder teilt sich auf der Strom. Wenn hier hinten diese Quelle in einen Kurzschluss umgewandelt ist, ist die Spannung über diesen beiden Widerständen hier natürlich die gleiche. Das heißt, jetzt sind der Widerstand R1 und der Widerstand R3 parallel geschaltet. Das ist R1, das ist der Widerstand R3 und danach gehen diese beiden Widerstände wieder zusammen und sind wieder an die Quelle angeschlossen. So dass das interessanterweise hier und hier genau die gleiche Schaltung ist, bloß dass die Widerstände ein bisschen die Position getauscht haben und das hier natürlich die andere Quelle ist. Nichtsdestotrotz suchen wir jetzt immer noch diesen Strom I1 hier, beziehungsweise die Spannung U1, die hier in diese Richtung über diesem Widerstand abfällt. Und naja, wenn das die gleiche Schaltung ist, kann man natürlich auch in gewisser Hinsicht genau die gleichen Formeln verwenden. Der Vollständigkeit halber schreibe ich das jetzt hier nochmal hin. Also wir berechnen jetzt die Spannung U1 in Abhängigkeit oder erzeugt von der Quelle UQ2 und können drauf schauen, Spannungsteilerregel hilft uns dort wieder. Wir nehmen den Teilwiderstand, über den die Spannung abfällt, das ist R1 parallel R3 geteilt durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung, das ist R2 plus R1 parallel R3 mal die Gesamtspannung und das ist die Quellspannung UQ2. Können die Zahlenwerte dann einsetzen. Ich mache das erstmal 1 Ohm parallel 3 Ohm, dann haben wir hier drunter 2 Ohm plus 1 Ohm parallel zu 3 Ohm und das Ganze mal 7 Volt. Ja, 1 Ohm parallel zu 3 Ohm, 1 mal 3 durch 1 plus 3 sind 3 Viertel Ohm. Und das hier unten ergibt natürlich auch wieder 3 Viertel Ohm und diese 3 Viertel Ohm haben wir jetzt nochmal in Reihe zu 2 Ohm. 2 Ohm sind 8 Viertel Ohm, 8 und 3 Viertel sind zusammen 11 Viertel Ohm. Und das Ganze multipliziert mit 7 Volt. Und dann kürze ich Ohm gegen Ohm und 4 gegen 4. Und 3 mal 7 sind 21 Elftel Volt, die hier
überbleiben für die Teilspannung über diesen Widerstand, erzeugt von der Quelle OQ2. Und auf so ähnliche Art und Weise wie hier drüben können wir jetzt auch nochmal den Strom bestimmen. Der Strom I1 erzeugt von der Quelle OQ2 ergibt sich erstmal wieder aus diesem Gesamtstrom hier. Und dieser Gesamtstrom ergibt sich aus OQ2 geteilt durch den Gesamtwiderstand der Schaltung. Das ist das, was hier schon mal stand. R2 plus R1 parallel R3. Und dann können wir noch aus diesem Gesamtstrom mit Hilfe der Stromteilerregel diesen Teilstrom ausrechnen. Und für die Stromteilerregel nehmen wir den Widerstand im anderen Zweig R3 geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes R1 plus R3. Und ich kann ja auch direkt die Zahlenwerte einsetzen. 7 Volt geteilt durch die 11 Viertel Ohm, die wir hier schon mal hatten. 11 Viertel Ohm. Und dieser Stromteilerfaktor hier an der Stelle sind 3 Ohm durch 4 Ohm. Die Ohm lasse ich gleich mal weg. Und dann kann man hier entsprechend 4 gegen 4 kürzen. Volt durch Ohm ergibt Ampere und 3 mal 7 sind wieder 21 Elftel Ampere. Und natürlich ist es jetzt hier auf dieser Seite auch so, dass Spannung und Strom wieder genau den gleichen Zahlenwert haben, denn das Verhältnis von beiden ist ja die 1 Ohm hier von dem Widerstand. So, und jetzt fehlt eigentlich noch der letzte Schritt und nämlich das, was hier oben in der Überschrift steht. Wir machen jetzt die Superposition, wir rechnen das jetzt zusammen. Wir rechnen also die gesamte Teilspannung U1 aus, die sich eben aus dem Einfluss von der Quelle 1 ergibt und dem Einfluss von der Quelle 2. Und setzen einfach die Zahlenwerte ein. Das hat ja beides Elftel als Zahlenwert und einmal haben wir 12 und haben wir 21 Elftel Volt und das macht zusammen 33 Elftel Volt und das kann man kürzen und sind 3 Volt. Und diese 3 Volt sind natürlich auch die 3 Volt, die vorher schon bei der gleichen Schaltung in den Videos zur Zweigstromanalyse, Maschenstromanalyse und zur Zweipoltier herausgekommen sind. Wäre ja auch total verwunderlich, wenn wir jetzt hier auf ein anderes Ergebnis kommen würden. Und genauso kann man das natürlich für den Strom machen und sagen, der Gesamtstrom ergibt sich aus dem Strom vom Einfluss der ersten Quelle und dem Strom vom Einfluss der zweiten Quelle. Und hier steht natürlich die gleiche Zahlenrechnung da, 12 plus 21 Elftel. Jetzt eben mit der Einheit Ampere hier schreibe ich das Ergebnis gleich mal direkt hin ohne das Kürzen. Das sind natürlich 3 Ampere. Und schlussendlich, wenn man nochmal die Probe macht und rechnet U1 durch I1, 3 Volt durch 3 Ampere ergibt das nicht 3, sondern natürlich 1 Ohm. Und dieses 1 Ohm entspricht eben auch genau dem Widerstand R1 hier an der Stelle. So, und das heißt, am Ende passt das wieder alles sehr schön zusammen. Und war jetzt nochmal ein sehr schönes Beispiel zur Anwendung des Superpositionsprinzips. Man sieht, auch hier spart man sich die Lösung eines Gleichungssystems. Man sollte allerdings die Strom- und Spannungsteilerregel recht sicher beherrschen. Und diese Superpositionsmethode ist eben ein Verfahren, was sich insbesondere dann eignet, wenn nur eine Spannung oder ein Strom in dieser Schaltung interessiert. Und das auch dann gut funktioniert, wenn man zum Beispiel eine Spannungsquelle auf der einen Seite hat und irgendwie eine Stromquelle auf der anderen Seite. Was aber natürlich, da man jede Quelle einzeln betrachten muss, nicht so wahnsinnig gut funktioniert, wenn man sehr viele Quellen hat.